Wir haben ein Ansteigen bei der Einbruchskriminalität. Wir haben bei den Einbrüchen den höchsten Wert seit 16 Jahren. Und jeder Einbruch trifft unsere Bürgerinnen und Bürger, trifft eine Familie sozusagen ins Herz, ins Mark. Und deswegen haben wir entschieden in der Koalition, dass wir handeln wollen. Wir stellen aktuell eine dreistellige Zahl zusätzlicher Polizistinnen und Polizisten bei der Bundespolizei ein. Und wir wollen unsere Polizei auch besser ausstatten. Damit wollen wir im Übrigen auch ein Vorbild geben für die Bundesländer, damit auch die Bundesländer bei ihrer Polizei nicht sparen, sondern zusätzliche Stellen und zusätzliches Geld für Polizistinnen und Polizisten in den Bundesländern geben. Und wir wollen auch die Vorbeugung besser machen, die Prävention. Warum ist das wichtig? 40% aller Einbruchsdiebstähle bleiben im Versuchsstadium stecken. Fast die Hälfte aller Einbrecher gibt auf, weil die Widerstände am Fenster dann doch etwas zu groß sind. Und deswegen wollen wir einbruchshemmende Türen und Fenster durch einen Bargeldzuschuss fördern. Wir sind in guten Gesprächen mit unseren Finanzpolitikern und wir werden dieses Projekt, diese Förderung von einbruchshemmenden Türen und Fenstern jetzt ganz schnell auch in die Tat umsetzen.